Also ich habe beschlossen, ich scheiß drauf. Erstmal. Weil hier sieht es aus, wenn ich gerade nichts machen kann. Jedenfalls kann ich machen, was ich will. Kann hier klicken, was ich will, kann hier machen, was ich will, kann rumhuschen wie ein Bekloppter. Aber es wird alles nichts bringen, weil ich nichts ankriege oder auf oder was auch immer. Deshalb werde ich jetzt die Taktik ändern und erstmal weggehen von der Pumpe. Ich werde gucken, was es sonst noch zu tun gibt. Also gehe erstmal komplett in die andere Richtung. Da mal los, my little friend. Laden, laden. So, dann gehen wir mal so weit zurück. Hier, Pumpe 1 läuft ja, Pumpe 2 noch nicht. Was kann ich dementsprechend machen? Ich kann zur Maintenance Station mal gehen. Just the kind of help I was looking for. Yeah, we might stand a better chance if we team up. Kann nicht verwendet werden. Do not linger, Dr. Freeman. You've turned on the pumps. Now take the access pipe, flood the core, and get on up to the labs without delay. Toll. Take whatever you can carry, Doc. Just make sure you leave some for me. Nehmen Sie das Zugangsrohr. Also muss ich in den Tümpel springen oder was? Hier unten ist nichts. Wo kommen die jetzt her? Mal gucken. So. Das waren einige. Geh drauf. Oh, hier ist sogar Leben. Ja.
Von da bin ich gekommen. Ja. Dann gucken wir mal. Obwohl. Zuerst speichern. Jetzt können wir los. Ja, hier ist schon mal nix. Und hier ist schon mal genauso wenig. Wie ich Wissenschaftler hasse. Die erzählen nur Müll. Es fehlt der Sheldon Cooper, der hier alle rettet. Aber auch hier, es gibt einfach nichts zu tun. Ich mach mal wieder ein bisschen Hüpfakrobatik. Toll, hier oben gibt es aber wieder nichts außer ein bisschen Power. Cool Tank. Toll. Wie es einem einfach gar nichts bringt. Oh, mein Wecker geht. Piep, 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 piep. So. Ich musste mich kontrollieren, ob mein Wecker noch funktioniert. Total interessant für die Welt da draußen. Ja, ich finde alle Geheimverstecke von Munition und so, aber den Weg packe ich nicht. Ich komme überall drauf. Ja, nur ich schaff das. Guck ich mal, wo der Fahrstuhl hinführt. Das ist die letzte Option, die mir hier irgendwo was bringen könnte. Na los. Na los. Na los. Na los. Toll. Noch mehr Türen, die versperrt sind. Eine Treppe, die versperrt ist. Und andere Türen, die versperrt sind. Ich krieg die Krise, ey. Hier komme ich auch nicht durch.
Sehe ich denn den Wald vor lauter Bäumen nicht? Kann ich alles nicht verwenden. Ja komm, du Sauhund. Und wieder laden. Das kann ich nicht bedienen, das kann ich nicht bedienen. Ich komme hier wirklich nirgendwo rein. Die einzige Alternative wäre, da irgendwie hinzuhüpfen. Ach, ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Genau. Nämlich da oben drauf hüpfen. Jetzt frage ich mich mal, von welcher Position man da nochmal springen sollte. Lieber laden. Schon ein bisschen viel Energie verloren dabei. Ach. Ich bin zu dämlich. Warum soll ich von irgendeiner Ecke da drauf springen? Ah, ich bin so ein Held, ey. Endlich, ey. Da komme ich nicht lang. Das kann ich nicht verwenden. Jetzt war das schon mal offen, jetzt muss ich gucken. Ach komm, ey. Ey. Da komme ich jetzt nicht rein.
Sehr schön, ich habe die Pumpen aktiviert. Ich dachte, es wird noch 10 Millionen Jahre dauern. Aber es ging ganz einfach. Bin ich hier oben? So. Und raus hier. Bleibt jetzt offen. Sehr schön. Oder auch nicht. Egal. Das muss es eigentlich gewesen sein. Laden, laden, laden. So, gucken wir mal. Mal, wenn ich hier zur Maintenance hochgehe. Alle Pumpen aktiv. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber ich habe es richtig gemacht. Mache ich, kein Ding. So, jetzt müssen wir den Tank öffnen. Komm ruhig mit. Das muss er dann hier sein. Komm mit rein einfach. Ach, du bist ja ängstlich. Oh, ich komme nicht mehr. Hä? Hm. Ah! Steigt das Wasser? Muss ich durch diesen Tank schwimmen? Anscheinend. Es gab auch keinen anderen Weg zum Reaktor, glaube ich.
und weiter geht's. Ja, sieht aus wie ein ganz schön großer Reaktor. Geht's noch weiter hoch? So langsam könnte ich mal wieder Munition gebrauchen. Was habe ich jetzt damit bewirkt? Dass der Reaktor hochfährt und ich hier stehe wie so ein Penner. Hilfe! Ja, der Reaktor läuft, oder? Jetzt brauche ich noch HP. Da geht's wieder höher. Hier ist Abstellraum mit Leben. Aber sonst nichts. Ja, muss ich halt hier wundervoll hoch. Noch mehr Leben. Ein Traum. Mach auf. Es geht tierisch zu, Doc. Tread lightly. Egal wie tierisch es zugeht, ich bin da, um hier alles klar zu machen. Das ist der G-Man. Und er geht durch ein Portal. Da
komme ich nicht durch. Aha, so lernt man also, was ein Portal ist. Ich erinnere mich wieder. Früher bestimmt 50.000 Mal gemacht. Da unten ist es grün. Wo soll ich hin? Du kannst nicht fliehen, Stinker. Au! So, hier gibt's Energie. Na, lass mich runter, du doofe Treppe, ey. Ja. Schön. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja. Ich brauche doch nur das richtige Timing, my little friend. Wer jetzt wundert, ich habe die Hüpfanlage gemeistert. Und, habe es ein paar Minuten übersprungen, weil ich vergessen habe, die Aufnahme wieder neu zu starten. Und Black Mesa durchgespielt hatte. Fertig jetzt und dann so gedacht habe, hat ja mit dem Let's Play echt super gepasst von der Menge. Noch eine Mini-Unterbrechung, indem meine Lebensgefährtin anruft. So, dann lass mich mal rein, liebe Wissenschaftler, damit ich nochmal zum Ende von Black Mesa kommen kann. Ich werde jetzt auch nicht viel talken, weil ich jetzt nebenbei esse. So, this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Jesus, you're not scared, are you? What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being.
I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. So, you're actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. This here's my personal collection. Best military-grade hardware this side of the Rio Grande. Have it. Just promise me to put it to good use. Dr. Freeman, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. This is the Long Jump Module. I created it expressly for navigation in the world beyond. I certainly hope you've received long jump training, because once you're in Zen, you will need it. Practice your long jump if you must, but hurry up! So, jetzt kann ich auch wieder sprechen. Weil jetzt muss ich ja eh arbeiten. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Ja, gib Stopp, Dicker. Leuchtet blau, der Strahl, der mich wegbringt in die Zen-Welt. Wer es nicht verstanden hat, ich soll jetzt zu den Zen reisen und da das super Brain-Vieh töten. Was aber total interessant ist, weil... weil es noch nicht so weit ist. Beziehungsweise, wenn ich durch das Portal nachher gehe. Passiert eigentlich nicht viel. Weil, ja, ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen zu konzentrieren. Beim ersten Mal ging das ohne Probleme.
now, must go now! Oh! Und ich wurde noch getroffen von Fliegen. So, Ladies and Gentlemen, ab durchs Portal. Star Trek. Ich atme. Aber... Tada! Auftrag ausgesetzt. Subjekt Freeman. Begründung, erwarte weitere Daten. Tja. Black Mesa, es ist durch. Ich habe es durchgespielt und komplett in Let's Play eingefangen. Und da sind die Senior Developers und alle möglichen Leute, die daran gearbeitet haben, die alle eine Erwähnung verdient haben, weil dieses Spiel knüppelhart ist, selbst auf normal, wo ich es gespielt habe, Jump-Anlagen sind, wo man sich tausendmal aufregen kann. Ich habe unglaublich häufig Scheiße gesagt und Fuck you und Kackdreck, aber ich bin durch, ich habe es geschafft. Und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben, wenn ihr es durchspielt. Ja. Und ich hoffe, dass die Xander-Erweiterung genauso wird. Wie das. Also, sie werden wahrscheinlich Xander etwas strecken. Aber super. Ja, damit verabschiede ich mich. Let's Play Black Mesa Half-Life ist hiermit zu Ende. Bis zum anderen Let's Play von mir oder irgendwo. Man sieht sich. Hört sich.